Unser neues Video hier auf meinem Kanal Elektrisch Mobil. Und heute stehe ich hier vor dem Helmut Baumarkt hier in Duisburg-Meiderich. Und hier stehen gleich zwei HPC-Lader von der EnBW. Helmut hat eine Kooperation mit der EnBW und das sind die so ersten EnBW Hypercharger hier in Duisburg. Und hier soll bald ein weiterer Hypercharger entstehen. Hier wird das EnBW Hypercharger in Zukunft erweitert. Wow! Dann wird es hier und sogar auch mit richtiger Beschilderung, nicht mit dem Elektroauto-Symbol, sondern richtig geschrieben mit Elektroautos, während des Laden voll ganz und das auch ohne frei und so weiter. Richtig gute Beschilderung. Und das ist ein E-Golf, der erlebt jetzt anscheinend. Und es sieht so, das ist der eine HPC-Lader, wirklich sehr schön gemacht. Genau richtig, das Kabel ist auch richtig dick natürlich. Maximal 300 kW, das sind 300 kW-Lader, CCS. Hier stehen auch die so aktuellen Tarife von der EnBW. CCS 300 kW, CHAdeMO 50 kW und der ist sogar geeicht anscheinend. Anscheinend ist er auch so geeicht. Der ist eigentlich im Messemodus gefahren. Das ist mal trotzdem. Mit meiner Maestro. Fehlgeschlagen. Es werden hier nur so Ladekarten akzeptiert. Und hier und fehlgeschlagen. Okay. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, 100% Öko schon natürlich hier von der EnBW. Sehr, sehr gut gemacht, EnBW. Direkt im Krieg, wenn man hier vom Eingang des Helbit macht, gibt es auch einen Lottoladen und einen Bäcker. Der liegt sogar hier mit Typ 2. Krass, der liegt auch mit Typ 2. Der hat noch nicht mal CCS. Oder das sogar ein Plug-in-Hybrid. Das kann auch sein. Schau mal, hier zweimal CCS und hier einmal Typ 2. Muss man mit dem eigenen Kabel mitbringen und das einstecken. Typ 2. 2,2 kW nur. Das ist ein Plug-in-Hybrid. Okay. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Er legt schon seit über 2 Stunden. Wir also laden 8,3 kW. Wirklich, sehr, sehr gut. Aber der blockiert jetzt eine HPC-Lader. Das ist auch nicht gut. Das ist ein Plug-in-Golf. Das ist hier kein E-Golf. Hellweg. Sehr, sehr gut, der macht Hellweg. Sehr, sehr gut gemacht, der Lösung sogar sehr gut markiert. Top, einfach nur top EnBW. Der linke unterstützt sogar Typ 2 mit maximal 20 kW. CHAdeMO ist hier leider nicht verfügbar. Nee, das heißt, Nissan Leaf kann hier leider hier nicht mehr laden. Aber die zwei reichen Möglichkeiten so ohne auch ein Fitnessstudio. Und hier drüber ist auch ein ins Bund. Sehr gut, der macht EnBW. Sehr gut. Das sind die ersten Hypercharger von EnBW in Duisburg. Und ich verlasse das Gelände auch wieder. Heute ist der zweite Weihnachtsmarkt. Ich bin dann auf Hellweg geschlossen. Bin ich heute hergefahren. Und was ich nicht wusste, dass es hier jemanden im Fitnessstudio gibt. Und sehr viele Leute sind. Ich dachte, das wäre alles von Helbig. Nein, leider nicht. Und jetzt geht es höchstwahrscheinlich zum nächsten HPC, der ist der Schnelllader, der wünscht sich ein paar Blöcke weiter. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Das ist Helbig.